Juhu, yeah! Nanu? Komisch, so fröhlich habe ich den Benedikt ja noch nie schreien hören. Was ist denn da los? Ja! Da muss ich doch mal nachschauen. Mahlzeit, Benedikt. Alles in Ordnung bei dir? Mensch, dein Geschrei hört man ja bis auf die Straße. Oh, hallo Gottfried, ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Mensch, ich habe hier eine richtige Perle gefunden. Eine richtige Sensation. Bitte, was hast du? Und das noch am Laptop? Also das musst du mir erklären. Ja, also ist doch ganz einfach. Ich habe hier eine Geschichte gefunden, die über 4 Jahre lang im Archiv war. Und das Beste kommt noch. Es ist eine Keduma-Geschichte. Sie heißt Die Geschichte vom Schmidthorster Werwolf. Ist das nicht toll? Die Geschichte vom Schmidthorster Werwolf? Diese Geschichte kenne ich ja überhaupt nicht. Na dann, rück mal ein Stück, ich will auch gucken. Guten Tag und herzlich willkommen hier im Schmidthorster Wald. Doch Moment mal, Schmidthorster Wald? Da gab es doch mal eine Geschichte. Eine Geschichte über einen Werwolf. Wie war denn das jetzt gleich nochmal? Mal überlegen. Was ist los? Wie bitte? Ja, ich denke, wir wollen anfangen. Los! Es gibt noch Leute, die für ihr Geld arbeiten. Ja, oder so. Naja, also dann mal viel Spaß bei die Geschichte vom Schmidthorster Werwolf. Und tschüss dann. Ah, Schmidthorst. Schön ist es hier. Schön und klein. Das gefällt mir am besten. Hier kennen mich auch nicht so viele Leute. Hoffe ich zumindest. Ich habe zwar im Leben nie groß über Geld nachdenken müssen, weil ich immer genug davon hatte, doch trotzdem langweilt mich das Leben. Ich habe keine Freude mehr am Leben. Und deshalb werde ich den Freitod wählen. Doch bevor ich das mache, möchte ich noch ein allerletztes Mal in einem richtig schönen Bett schlafen. Daher suche ich jetzt eine Herberge. Ich meine, es ist zwar schon spät, aber vielleicht habe ich ja Glück. Und hier, an dieser Herberge, ist noch jemand wach. Dann werde ich mal klopfen. Ja, guten Abend. Oh, hoher Besuch, so wie es ausschaut. Willkommen in Schmidthorst. Was kann ich für Sie tun zu so später Stunde? Nun, ich würde gerne schlafen bei Ihnen, wenn das möglich wäre. Nun, ich hätte nichts dagegen. Im Gegenteil, aber mein Mann vielleicht. Ich bin verheiratet, wissen Sie.
Und fremdgehen, da könnte ich Ärger kriegen. Nein, 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 gute Frau, so meine ich das nicht. Sie haben doch bestimmt noch ein freies Zimmer, oder? Ach so, ja, natürlich. Das beste Zimmer, was wir haben, ist noch frei. Das ist kein Problem. Sie können natürlich gerne bei uns übernachten. Wunderbar. Sagen Sie, gibt es hier auch einen Wald in der Nähe? Natürlich. Deswegen heißt der Ort hier doch auch Schmidthorst. Natürlich gibt es hier einen Horst, einen Wald. Der ist in der Richtung, aus der Sie gerade gekommen sind. Und wenn Sie möchten, dann zeige ich Ihnen jetzt gleich eben das Zimmer. Oh ja, das ist sehr nett. Haben Sie vielen lieben Dank. Ja, kein Problem, kein Problem. Na, das lief ja bis jetzt schon mal ganz vernünftig. Na dann will ich mir das Zimmer, wo ich heute meinen letzten Schlaf nehmen werde, mal anschauen. Und danach suche ich mir im Wald ein schönes Plätzchen, wo ich mich aufknüpfen kann. Immer herein. Ja, ich muss erst mal ein Päuschen machen. Ich habe nämlich 30 Liter Wasser in den Beinen und dann immer die Treppen hoch. Eine Frage. Wie teuer ist jetzt eigentlich das Zimmer? 10 Golddukaten. Moment, ich glaube, da ist ein Irrtum. Ich will das Zimmer nicht kaufen, ich will nur eine Nacht dran schlafen. Ja, 10 Golddukaten, die Nacht, nur zum Schlafen. Ach Gott, naja gut, wenn es nicht anders geht. Sie sehen etwas müde und erschöpft aus. Soll ich Ihnen noch das Essen hoch aufs Zimmer bringen? Nett gemeint, aber lieber nicht, danke. Ich denke mal, ich werde sofort schlafen gehen. Wie Sie meinen. Wenn sonst noch etwas ist, rufen Sie. Danke. Bitte, bitte. Na gut, dann werde ich mich jetzt hinlegen. Ah, das ist aber auch ein richtig schönes Bett. Da werde ich meinen letzten Schlaf sicherlich genießen. Ah, meine Güte. Boah, muss ich müde gewesen sein. Ich habe ja geschlafen wie ein Toter. Selbst meine Klamotten habe ich noch anbehalten. So, jetzt würde mich aber interessieren, wie spät es mittlerweile ist. Ich schaue mal aus dem Fenster zur Kirchturmuhr. Ah, kurz vor Mitternacht. Dann habe ich etwa 2,5 Stunden geschlafen. Ja, okay. Aber so für die Mitternacht? Sterben? Ja. Ja, warum nicht? Das scheint mir jetzt die beste Zeit, um zu sterben. Na dann will ich mich mal aufmachen in den Schmidthorster Wald. Jetzt bin ich also im Schmidthorster Wald. Gleich ist es Mitternacht. Na, dann schaue ich mal. Ah, da hinten, da ist ein schöner großer Baum. Da werde ich mich aufhängen können. Ah, zu Hilfe! Nanu? Was war denn jetzt? Komisch. Ich hätte schwören können, dass... Nanu? Oh, was war das für ein wildes Tier, was mich da angefallen? Ein Wolf scheint mir. Oh,
Aber mir ist auf einmal so schwindelig. Oh, was geschieht mit mir? Hatte der Wolf wohlmöglich Tollwut? Was geschieht mit mir? Oh, mir wird ganz schwarz vor Augen. Was ist geschehen? Moment, meine Stimme und meine Hände. Das sind ja keine Hände mehr, das sind ja Pranken. Oh mein Gott, wie ich jetzt aussehen mag. Moment, dort ist eine Quelle. Da werde ich mich mal spiegeln. Ah, nein, ich bin ja ein Untier. Ein Mannwolf. Ein Werwolf. Zuerst graute es mich vor mir selbst, doch jetzt kommt mir eine geniale Idee. Ich werde zurück in die Bauernschaft Schmidthorst gehen und dort Angst und Schrecken verbreiten. Die Bauern werden mich dann jagen und töten. Dann bin ich dieses blöde Leben los und musste noch nicht einmal Selbstmord dafür begehen. Sehr